Am Samstag, den 11. März, lud das Jugendbüro mit Volker Hammel bereits zum 7. Mal zum interkulturellen Frühstück ins Haus des Bürgers ein. Über 220 Menschen aus insgesamt 20 verschiedenen Nationen waren der leckeren Einladung gefolgt und wurden erst einmal mit einem schönen Fähnchen ihres Landes ausgestattet. Doch bevor das vielfältige und schmackhafte Buffet eröffnet wurde, begrüßte Volker Hammel mit dem Bürgermeister Ralf Hechler und Markus Klein alle Nationalitäten im Saal. Doch nicht nur das Essen soll miteinander verbinden, sondern auch die Möglichkeit geben, andere Menschen und andere Länder und Kulturen kennenlernen zu dürfen. Auch Anita Schäfer sowie Dani Schäffner und Angelika Klückner waren mit dabei, um sich überzeugen zu dürfen, was für eine tolle Atmosphäre das gemeinsame Frühstück wachsen ließ. Markus Klein nun am Mikrofon mit den eigenen Eindrücken dieser Veranstaltung. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung, die jetzt zum 7. Mal stattfindet. Es ist viel los, es sind Menschen da aus über 20 Nationen, über 200 Leute, die jetzt hier sind im Saal von jung bis alt. Und man hört es hinten dran, man hört es klirren und die Tassen und es ist Leben im Saal. Das ist einfach toll, genauso soll es sein. In Ramstein leben über 70 Nationen. Friedlich zusammen, darauf sind wir sehr stolz. Wir haben eine lange Tradition verschiedener Nationen, die bei uns wohnen. Das hat natürlich was auch mit dem Flugplatz zu tun und den Amerikanern. Aber nicht nur. Man sieht, es sind Menschen aus vielen Nationen, die zu uns kommen. Und wenn die hier alle in einen Saal kommen und zusammen frühstücken und Musik machen und fröhlich sind, dann ist das eine tolle Sache, die unser Jugendbüro hier auf die Beine stellt. Das ist gut für die Stadt, gut für die Verbandsgemeinde und auch klasse für den Landkreis. Es sind ja Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen auch hierher kommen. Es sind viele Menschen, die hierher kommen zum Arbeiten. Es sind Menschen, die Schutz suchen. Es sind Menschen, die länger bleiben werden. Es sind auch Menschen, die nur kurz vielleicht bleiben werden. Aber das ist ja völlig egal. Im Moment sind sie hier. Und diejenigen, die hier sind, sind herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam zu frühstücken. Und wenn es beim 8. Frühstück noch mehr werden, es ist noch Platz im Haus des Bürgers. Auch den Landkreiskandidat der CDU für den Landkreis Kaiserslautern holte ich für ein Statement ans Mikrofon. Ja, es ist in der Tat eine bunte Vielfalt und ein sehr schönes Erlebnis, wenn man hier die vielen Nationen sieht und das, was Volker Hammel mit seinem Jugendbüro und seinem Team hier auf die Beine stellt, die Beteiligung der vielen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger, die sich hier engagieren. Und das ist einfach nur bewundernswert und immer wieder schön, hier beim interkulturellen Frühstück dabei zu sein. Und zwei oder drei sind auch schon im beruflichen Feld engagiert und haben sich auch schon tatsächlich beruflich Fuß gefasst. Und das freut mich natürlich insbesondere, wenn diese Personen hier über dieses Engagement auch nicht zuletzt von Volker Hammel dann auch hier entsprechend Fuß fassen. Natürlich habe ich auch beim Veranstalter und Leiter des Jugendbüros Volker Hammel nachgefragt, was für einen Eindruck er gewinnen konnte. Wunderschön, wunderschön. Ich bin tief erfüllt und tief dankbar. So hat sich Gott die Erde und seine Geschöpfe, seine Menschen gedacht, dass sie sich ergänzen, sich erfreuen, einander helfen, friedlich zusammenleben. Und das erleben wir. Nicht nur an diesem Frühstück, sondern wir erleben es in unserer Arbeit und wir möchten, dass das die Menschen weitertragen in ihren Alltag. Ah ja, wir haben ja, die Leute kommen, viele kommen ins Sprachtraining jede Woche. Im Ferienprogramm haben wir ja letztes Jahr schon angefangen, dieses Jahr werden wir es erweitern. Ein Familientag mit Flüchtlingen, mit Ausländern und Einheimischen. Es gibt ja viele andere Angebote auch, aber Ende November wird dann wieder das große interkulturelle Frühstück sein. Auch gab es ein schönes, abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf der Bühne, eine Schminkstation für die Kleinen und vieles mehr. Vielfältig, unterschiedlich und doch sind wir alle eine Gemeinschaft. So soll es nämlich auch sein. Ja, ihr Lieben, einfach nur schön, wie gut sich so viele verschiedene Kulturen verstehen können und gemeinsam miteinander frühstücken, erzählen und lachen können. Das war das 7. interkulturelle Frühstück im Haus des Bürgers und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal mit Ramstadt TV.